Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Ich bin hier gerade in Hilden beim Seat & Greet und hier ist eine NIO-Wechselstation und hier hupt mich gerade ein NIO ET7 an. Der gehört dem Thomas, der steht da hinten mit Nino, der hat den Wagen seit gestern und er hat jetzt gerade 40% im Akku und dachte, naja, probierst du es mal aus und wir wollen jetzt mal den Akku automatisch wechseln lassen und ihr seid dabei. Ich finde das mega faszinierend, wie das funktioniert. Ich bin total gespannt. Also auf jeden Fall dranbleiben. So, wir sind hier im NIO ET7. Guten Tag. Neben mir sitzt der Thomas. Der ist der Abonnent von diesem Auto. Und jetzt kannst du buchen, dass du den Akku tauschen möchtest. Das machst du also hier im Zentraldisplay. Ja. Weil den Wechsel führt er ja dann eigentlich voll autonom durch. Sollte er. Aber reinfahren musst du selber. Nein. Aber du musst auf irgendeinen Punkt fahren. Ich muss wahrscheinlich vor die Station fahren. Also deswegen ist das hier auch so eingezeichnet. Genau. Ich bin mal gespannt. Und dieser Wechsel, der ist kostenlos oder was kostet der jetzt? Der ist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube bis März nächsten Jahres, ist der kostenlos. Da ist das mit drin im Abo. Genau. Gehen wir in den Startbereich. Ja, sind Sie im Startbereich und jetzt einfach starten. Bitte parke dein Fahrzeug manuell. Gut gemacht. Jetzt kannst du tippen, um in der Batteriewechselstation zu parken. Wir parken jetzt ein. Achte auf deine Umgebung. Hey, der Wagen. Du darfst keine Tür öffnen. Parkt und jetzt das von alleine übernehmen. Ein. Du kannst auf die Bremse treten, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Das heißt, wir machen gar nichts. Ich mache erstmal gar nichts. Und der Wagen ist im Prinzip vor der Wechselstation und macht alles komplett alleine. FSD quasi, Full Self Driving und keine Beta. Nochmal Korrekturzug. Das ist der Hammer. Ist ja schon ein bisschen gruselig. So, wir sind platziert. Ich habe das Fahrzeug geparkt. So, Batteriewechsel starten. Müssen wir jetzt quittieren? Wird vorbereitet. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte warte. Man hört schon, wie die Schrauben gelöst werden. Es ruppelt jetzt auch ein bisschen. Der Absolut. Batteriewechsel wird in Kürze beginnen. Während dieser Zeit kann das Fahrzeug rütteln und Geräusche machen. Das ist normal. Öffnen Sie keine Tür, schalten Sie keinen Gang ein und treten Sie nicht auf das Bremspedal. Okay, jetzt ist hier der Akku getrennt, alles geht aus. Wird der Unterboden noch kurz gewaschen? Hört sich zumindest so an. Nee, das ist in Position, ne? Da kannst du da oben sieht man den Spiegel. Der hält die Räder fest. Ja, jetzt gehen wir hoch. Ah ja, jetzt rüttelt es und klackert. Schon spooky, oder? Ja, aber man weiß ja nicht, was er macht. Ne? Man hört immer nur so Geräusche. Das ist wie beim Zahnarzt. Ne? Man sieht es nicht, wo gebohrt wird. Man hört es nur. Und ich habe hier einen 100 kW Akku drin. Der garantiert mir jetzt auch, dass es gegen 100 kW auch getauscht wird wieder. Ja, es muss ja auch zu dem Modell passen. Reichweite. Ich glaube, wir sind fertig. Müsste ja wieder angehen. Das heißt, er macht eine interne Diagnose. Ja, er hat geplinkt, alles klar. Nomi ist auf jeden Fall schon mal wieder wach. Stimmt, sie blinzelt schon. Da ist jetzt eine grüne Lampe. Ja. Okay. Er ist wieder wach. Wie ist der Akkustand? 522 Kilometer. Aber es ist nur 90%, ne? Er wird immer auf 90 geladen hier, ne? Aber jetzt kann ich selbstständig wieder raus. Das macht er nicht eigenständig, ne? Batteriewechsel ist beendet. Aktueller Batteriestand 90%. 90%. Sehr gut. Ja. Okay, rausfahren wir uns selbst. Alles klar. Super.
spannend, extrem spannend. Ja, Leute, das waren interessante Einblicke aus dem NIO ET7 und einem automatischen Batteriewechsel. Das hat jetzt wie lange gedauert? So 6 Minuten? Hat jemand die Zeit gestoppt? Ja. 6,5 Minuten hat das gedauert, ja. Von 40% Akku auf 91% Akku gekommen. Also, ich als Technik-Freak finde das natürlich mega cool, wie das so abläuft. Ne? Dass der Wagen von alleine reinfährt, dass der Akku von alleine getauscht wird. Das ist richtig faszinierend. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich was für die Masse? Und was bringt mir das jetzt an Zeitersparnis wirklich? Im wirklichen Leben glaube ich, dass so ein Akkutausch, wenn keine Schlange davor ist, vielleicht 20 Minuten Zeit spart. Weil der Tausch selber mit Stehen rein und raus dauert vielleicht 10 Minuten. Wenn ich jetzt sage, ich lade eine halbe Stunde, dann bin ich auf 80%. Das heißt, ich habe 20 Minuten gespart. Bin aber hier auf 90%, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Riesenvorteil ist. Und wenn man bedenkt, das geht momentan natürlich nur für NIOs. Vielleicht wird es ja irgendwann mal für andere Hersteller, aber so gut wie keine Hersteller setzen auf Akkutausch. Und NIOs gibt es in Europa auch nicht so viele, dass sich das jetzt lohnt. Und wenn in Deutschland irgendwann 1000 von diesen Stationen stehen, es gibt noch nicht mal so viele NIOs in Deutschland, sage ich mal so ganz provokant. Wie viele 1000 NIOs muss es geben, damit diese Stationen mal ausgelastet werden? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so nachhaltig ist und ob das sich jetzt wirklich lohnt. Und ob das für den Hersteller sich in Europa wirklich rechnet. China kann ich nicht beurteilen. Ist ein anderer Markt, kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber hier in Europa, glaube ich, ist es schwierig. Aber es gibt Stimmen, die behaupten das Gegenteil, das wäre die Zukunft. Mal sehen, wer recht hat. Nino, was hast du denn dazu? Wird sich das durchsetzen? Also wenn du mich fragst, ob das jetzt der neueste heiße Scheiß ist, ja, dass man Elektroauto-Akkus tauscht. Ich habe ja einen Renault Zoe 2013 gekauft von diesem guten Mann, der jetzt diesen NIO fährt. Und die konnte ja auch den Akku tauschen. Das war damals schon bei Renault vorgesehen, weil das fing an mit dem Renault Fluence kurz vorher. Dann sollte der Zoe das große Massenmarktauto sein, wo dieses Akkutauschthema dann ja platziert werden sollte. In Israel gab es Better Place, so hieß die Firma. Und die sind dann halt pleite gegangen, weil so ein Ding kostete damals 1 Million, so eine Tauschstation. Heute, Inflation und so weiter, 10 Jahre weiter, sind wir wahrscheinlich schon bei 2 Millionen. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir jetzt bei 2 Millionen pro Station das Geld wieder reinholen müssen. Da sind 13 Akkus, glaube ich, werden davor gehalten. Die müssen auch bezahlt werden. Dann weiß ich nicht, ob das so tragfähig ist. Ökologisch gesehen und ökonomisch gesehen. NIO besetzt da einen unique selling point. Den hat halt kein anderer. Das kann man jetzt natürlich auch gut vermarkten, um in den Markt zu kommen und Leute anzusprechen, für die jetzt bisher ein E-Auto nicht so, die halt immer noch in dieses Ladethema im Kopf haben, ne? Dass das irgendwie alles ja ganz furchtbar ist. Und vielleicht findet man damit dann halt Zielgruppen, die heute noch gar nicht auf dem Elektrogedanken waren. Und dann ist es ja eigentlich ganz okay. Also dann finde ich es okay, wenn man damit Leute erreicht, die man bisher nicht erreicht hat. Aber wird sich das langfristig durchsetzen? Nö, glaube ich nicht. Das Laden wird auch mal schneller. Richtig. Wenn du mit 270 kW lädst und bis in 20 Minuten durch, was ja viele Autos heute auch schon können, und je mehr Autos auf den Markt kommen, auch neue, gerade auch in diesem Luxussegment, die können das in der Regel. Ja. Bis zu 20 Minuten weg, dann sparst du noch 10 Minuten. Und irgendwie. Ja, und jetzt pass auf. Jetzt hast du noch ein oder zwei vor dir, dann bist du ja schon pari. Also ich fand es auf jeden Fall faszinierend. Also für mich als Technik-Nerd war das eine mega Erfahrung, das mal zu sehen, wie das funktioniert. Dafür schon Daumen hoch und ich finde das geil. Aber wie gesagt, durchsetzen. Ja. Okay, wir beide wetten dagegen. Wir werden sehen. vielleicht hat ja NIO doch recht. Sag mal, wann kann man das sagen? In 3 Jahren? Ich glaube 5 Jahre plus. Ob wir recht haben ob oder nicht? Ob wir recht haben oder nicht, sagt euch gleich das gelbe Licht. Okay, müsst ihr euch gedulden. Schaltet in 5 Jahren wieder ein auf meinem Kanal und dann. Deswegen abonnieren nicht vergessen, sonst geht das unter. Wenn ihr und die Glocke drücken, dann kriegt ihr das mit und dann bringe ich ein Video raus in 5 Jahren. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. War auf jeden Fall super interessant, hier das mal zu sehen. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, was Nino schon sagte. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke drücken, das volle Programm also. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.